einmal aufs Gas gestiegen, hab den Bremsen runtergefahren, den Auto machen. Das System der Energiewirtschaft verändert sich derzeit. Bislang liefen die klassischen Kraftwerke genau dann, wenn die Stromkunden Elektrizität benötigen. Doch viele erneuerbare Energien richten sich primär nach dem Wetter. Deswegen benötigen wir Speicher und wollen es auch Möglichkeiten nutzen, die Nachfrage nach Strom flexibler zu steuern. Um die Bezirksgrenze in der Energiewelt weiterhin eine sichere Versorgung zu bieten, bieten wir die Woche nicht mehr Sinn von Strom, sondern auch Informationen vor. Das Stromnetz 2.0-Geschichte. Elektroautos haben als zusätzlicher Stromspeicher in diesem System eine besondere Bedeutung. Die langen Ladezeiten sind heute ein Hindernis für längere Reisen mit Elektroautos. Deswegen arbeiten wir daran, das Laden zu verkürzen. Und entwickeln Schnellladestationen, die dann eine sehr hohe Anschlussleistung für 10 Minuten nachkommen können. Praktisch wäre das.